Retro Gaming. Commodore C64. It's Commodore time. C64. It's Commodore time. Enjoy my channel and have fun. Ein herzliches Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Es ist C64-Zeit und diese Streifen, die ihr da seht in diesem Loading-Screen, sagen euch, ich lade gerade ein Game von Tape. Und dieses Game nennt sich Tilt. Ich kenne das nicht. Ich habe das jetzt, ich lade es zum ersten Mal. Es ist aber ein Codemasters Game und das Kassettencover, das sieht hier so aus. Ich weiß nicht, ob man da was erkennt jetzt. Beziehungsweise, wenn ich das hinten mal rausnehme, wo der Aufkleber dann nicht so zu sehen ist. Der ultimative Geschicklichkeitstest. Da sieht man so ein paar Level-Screens. Vielleicht seht ihr das so einigermaßen. So, ja. So sieht das Ganze da vom Tape aus. Was man da genau machen muss, ich weiß es nicht. International Instructions. Italienisch. Vielleicht kann ich hier mal reingucken und finde raus, was man hier machen muss, während der das im Hintergrund lädt. Entire screen and guide the ball down to the hole. Tilt the entire screen and guide the ball down the hole. Okay, also irgendwie muss man den Bildschirm drehen oder was? Tilt backwards and forward to avoid traps. Open the gates around the maze before you roll through. Watch out for incredibly addictive and mind-boggling mazes. In later levels the ball grows bigger and bigger and bigger. Incredibly addictive. Type load and press return. C128 users select the C64 mode. Oh, guck mal, hier gibt es auch Vorschläge, welche Games man sich kaufen soll. Spectrum, Amstrad und C64. Dizzy, da ist noch eine Artikelnummer daneben. Treasure Island Dizzy, Fantasy World Dizzy, Little Puff, Rockstar, Magic Land Dizzy. Und die haben da was für ein Atari und Amiga vorgeschlagen. Treasure Island Dizzy, Little Puff und Rockstar. Controls. Use Joystick Port 2 or Keyboard. Left, Run, Stop. Right, Up, Down, Fire. Ach so, Left oder Run, Stop. Okay. Press F1 to quit. The object of the game is to tilt the maze and roll the ball towards the hole. You are given full power to start with and each tilt... Ja, genau. Genug gelesen. Wir wollen jetzt mal das Game starten. F7 vor Demo-Modus, F1 to reset. Und wie startet man Firebutton wahrscheinlich? Also ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Codemasters sind ja normalerweise für nice Games bekannt, ne? Press Fire to play. Ja, und anscheinend kann man dann... Jetzt bin ich mal gespannt. Aha, dann kann man das Maze irgendwie drehen. Ah, das Loch ist da hinten. Wo ist denn die Kugel? Wo ist denn die Kugel? Hä? Ach so, ich musste nochmal Knopf drücken. Hallo? Wie jetzt? Wie kann man denn... Also man kann hier so rotieren. Na, die Kugel... Darf die Kugel wirklich mit nichts kollidieren? Aber wie soll die denn da langkommen? Boah, das ist ja kackschwer. Du da... Wie jetzt? Also das check ich gerade nicht. Du darfst wirklich mit nichts... Was ist denn das? Power Backup. Denn sobald ich da dran komme, ist auch Ende. In welche Richtung soll ich denn können? F7 war Demo-Mode, ne? Zeig mal. Na toll, da ist das dann. Wie soll das jetzt gehen? Nee, ist klar, das kann ich auch.
Bestimmt schaffe ich das. Ja, das schaffe ich ganz bestimmt nicht. Ja, vor allem, ich kann ja schon im ersten Level mit nichts... Hä? Ist das die Normalausgangslage? Danke. Nein! Das kannst du überhaupt nicht schaffen. Das ist meiner Meinung nach unspielbar. Was hat Codemasters da verzapft? Und warum geht das? Per Knopfdruck ging die... per Knopfdruck ging die Tür auf. Aha. Mann! Muss ich den Knopf gedrückt halten, damit die Tür aufgeht? Boah, leck mich am Arsch. Das heißt, man muss rechtzeitig den Knopf drücken, kann die Tür so aber nicht ewig aufhalten. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen weiter als vorhin. Aber irgendwie ist das ja unmenschlich. Ficken, ey. Ja, das habe ich gewusst, dass ich nicht um die Ecke komme. Ja, jetzt sind die Türen weg. Nein, doch blöd, Mann! Brems. Boah, du kriegst den Ball nicht ruhig. Den kriegst du nicht ruhig gehalten. Du kommst doch da nicht ums Eck. Meine Fresse, ist das complicated. Ne, du kannst... Ne. Du kriegst den Ball nicht so, dass er hält, dass er stoppt. Was ist das denn schon wieder? Was heißt das? Das heißt, kannst du vergessen. Das heißt, taucht nix. Ich habe 500 Punkte gemacht. So weit war ich noch nie. Und ich probier's nochmal. Boah, ey, das ist ja ganz schön happig. Boah. Ja, was ich einmal nicht auf die Kette kriege, kriege ich beim zweiten Mal auch nicht auf die Kette. Aber das, was mal passiert hat, ist dann schon mal weg. Das ist schon mal gut. Ja, nee, ist klar. Zu früh gedrückt, du Idiot. Ich bin so scheiße da drin. So schlecht. Ich komme nicht über 500 Punkte. Wieso denn auch? Ah! So weit bin ich noch nie gekommen. Bis gegen die Ecke geklatscht. Nein! Das muss doch zu schaffen sein. Ah. Ja, scheiße auch! Da bleibe ich in dieser Dreckstür hängen. Oh. Ja, fast durch! Oh, Mann! Ich drücke dann immer zu früh. Schisstrick. 500 Punkte sind zu schlagen. Ich schaff's nicht. Nein! Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt. Missionsziel Tor 3. Dann kommt der Zonk. Die Ladezeiten muss sich ja auch gelohnt haben. Okay. Nein, fuck. Wenigstens bin ich da schon mal vorbei. Gut. Also, Tor 3 ist mein Feind.
Ja, sogar Tor 4. Verdammte Axt. Nein. Das ist echt, das, Leute, glaubt mir, das ist verdammt schwer. Von der Steuerung, das erstmal so. Boah, leck mich am Arsch. Scheiße, ich dachte, ich schaff's noch rum. Das wäre der Hammer gewesen. Ich glaube, Übung macht den Meister hier in dem Game. Das Handicap, was ich halt zusätzlich habe, ich habe hier 29 Grad unter dem Dach in dem Moment, wo ich das aufnehme. Und ich nehme es auf, um 23 Uhr ist jetzt gleich Aufnahmezeit und es ist immer noch 28 Grad unter dem Dach. Weißt du Bescheid. Aber ich habe sogar 4 Tore geschafft. Also, da habe ich es dem Ganzen nochmal gegeben. Ne? Mist. Ich baue ab. Ich merk's. Verdammt. Na gut, immerhin. Also anscheinend gibt jedes durchfahrene Tor 250 Points. Wir gucken uns nochmal ein Demo-Level an. Ach, da bringt er wieder dasselbe Demo-Level. Ja gut, das kennen wir ja schon. Ja, lass mal laufen. Also, das war mal ein kleines Ausprobieren des Tape Games Tilt. So sieht man es besser. Von Codemasters. Ich glaube, wenn man sich da eine Weile reinfuchst, dann wird man auch immer vertrauter mit der Steuerung. Wie gesagt, ne, ich habe nicht gleich aufgegeben, sondern mich noch ein bisschen durchgebissen mit dem Ziel, 3 dieser Tore zu schaffen. Am Ende habe ich 4 geschafft von Level 1. Ja, genau. Wenn ihr Bock habt und habt das Game, oder könnt das irgendwo auf dem Emulator zocken von mir aus, zeig mir mal, ob ihr weiterkommt als ich. Vielleicht sei lieber Andira. Du guckst doch auch gerne zu und du magst ja C64-Videos. Vielleicht hast du ja Bock auf ein Antwortvideo. Darfst du mir gerne schicken. Ich bin mal gespannt, wie du hier abschneidest. Oder sonst jeder andere von euch auch, ne? Gerne mal machen. Gerne mir mal einen Link zum Video dann schicken oder so. Und ich bin mal gespannt. Ansonsten hoffe ich natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen, wie ich beim Frusten und Ausprobieren. Also Spaß ist das Game schon irgendwie, es hat was. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und ansonsten dürft ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen, falls ihr noch keine treuen Follower meines Kanals seid. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Bevor ich hier total zerfließe, ich glänze schon ohne Ende und schwitze mir hier was weiß ich ab, mache ich jetzt Schluss und sage ciao bis zum nächsten Video. Euer Tomaniac, macht's gut.